Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Kurz vor Weihnachten wenden wir uns nochmal dem römischen Erbrecht zu. Und nun sind wir schon angelangt beim Erbrecht am Ende der römischen Republik, also im Übergang von der sogenannten Vorklassik zur Klassik. Es ist die römische Rechtswissenschaft entstanden in den letzten Jahrhunderten vor Christus. Und die Römer haben sich in dieser Zeit ihr Weltreich erobert. Es gibt die Hypothese, dass zwischen der Expansion des römischen Staates, der Eroberung des Mittelmeerraums und dem Erbrecht dieser Zeit ein Zusammenhang besteht. Das Erbrecht garantiert in großem Umfang die Testierfreiheit, also die Freiheit durch Testament selbst zu bestimmen, wie der Nachlass verteilt wird. Möglicherweise lässt sich diese Gewährung der Testierfreiheit mit der außenpolitischen Expansion in Zusammenhang bringen. Darüber sprechen wir gleich. Zuerst schauen wir uns aber das römische Intestat-Erbrecht der späten Republik an. Ich erinnere daran, die Römer sprechen von Intestat-Erbrecht, also vom Erbrecht ohne Testament, und machen damit deutlich, dass in ihrem Denken das Testament die Regel und das Versterben ohne Testament die Ausnahme ist. Sicherlich gilt das in Wirklichkeit nur für die Oberschicht. Sicherlich ist es auch bei den Römern so, dass ein Großteil der Bevölkerung ohne Testament verstirbt. Aber im Denken der Römer ist eben das Intestat-Erbrecht die Ausnahme und das Vorhandensein eines Testaments die Regel. Wir fangen trotzdem mit den Regeln der Intestat-Erbfolge an und erinnern uns zunächst an das, was wir im archaischen Erbrecht kennengelernt hatten, das Erbrecht der 12 Tafeln. Denn das bildet immer noch den Rahmen, das gilt noch in der späten Republik und darüber hinaus. Nach dem Erbrecht der 12 Tafeln erben in erster Linie die sogenannten sui heredis, das heißt diejenigen, die in der Hausgewalt des Erblassers waren und mit seinem Tod von der Hausgewalt frei werden. Das sind primär die leiblichen, ehelichen Kinder des Erblassers. Die stehen prinzipiell ja lebenslang, solange ihr Vater lebt, in dessen Hausgewalt, sind vermögensrechtlich nicht selbstständig und werden das mit dem Tod des Vaters. Eine Ehefrau kann in der Hausgewalt ihres Mannes stehen, wenn sie in einer sogenannten Manus-Ehe lebt. Das ist aber in der späten Republik nur noch sehr selten der Fall. Neben leiblichen Kindern können auch Enkelkinder sui heredis sein, nämlich dann, wenn der leibliche Vater dieser Enkelkinder, also ein Kind des Erblassers, vor dem Erblasser verstorben ist, dann stehen die Enkelkinder unmittelbar in der Hausgewalt des Vaters und diese Hausgewalt endet mit dem Tod, also ihres Großvaters, und mit dessen Tod endet diese Hausgewalt. Sie rücken dann quasi in die Stellung ihres Vaters ein. Wenn es keine sui heredis, also keine Kinder oder allenfalls nachgerückte Enkelkinder gibt, dann erben an zweiter Stelle die Adgnati proximi, die Verwandten im Mannesstamm. Das sind kurz gesagt Verwandte in der Seitenlinie, die mit dem Erblasser unter einer gemeinsamen Hausgewalt eines Vorfahren gestanden hätten, wenn dieser Vorfahr lang genug gelebt hätte. Das sind beispielsweise Brüder des Erblassers, die denselben Vater haben. Oder auch Cousins und Cousinen, sofern sie Kinder eines Onkels des Erblassers sind. Wichtig ist, es gilt immer nur die Erbfolge im Mannesstamm. Das heißt, die Verwandtschaft muss ausschließlich über männliche Verwandte vermittelt sein. Die Adgnaten selber können Frauen sein, aber die Bindeglieder im Stammbaum müssen Männer sein. Der Sohn einer Schwester des Erblassers ist zum Beispiel kein adgnatischer Verwandter. Wenn es auch keine solchen Adgnaten gibt, dann erben in letzter Hinsicht die Gentilen, also die Angehörigen des Familienclans. Sie erinnern sich an den Titel Clash of Clans für diese Folge unserer Vorlesung. Prinzipiell bleibt das auch in der späten Republik bestehen, dieses Erbrecht der 12 Tafeln, aber es wird als unbefriedigend empfunden, insbesondere, dass ausschließlich die Verwandtschaft im Mannesstamm und ausschließlich Verwandte, die durch die Hausgewalt verbunden waren oder hätten sein können, zur Erbschaft berufen sind. Man sieht jetzt also auch weibliche Verwandte, also Verwandte in weiblicher Linie, also Blutsverwandte, die aber nicht im Mannesstamm verwandt sind, als erbwürdig an. Und außerdem wird es üblich, Kinder zu emanzipieren, also vorzeitig zu Lebzeiten aus der Hausgewalt zu entlassen.
Das führt dann dazu, dass dieses Band der agnatischen Verwandtschaft zerschnitten ist. Sie sind keine Sui mehr oder, wenn sie entferntere Verwandte sind, auch keine Agnaten mehr, weil dafür eben die gemeinsame Hausgewalt eine wichtige Rolle spielt. Und auch das sieht man nun nicht mehr als zeitgemäß an. Da knüpft nun der Prätor an mit Neuregelungen. Wie macht er das? Der Prätor kann nicht das Gesetz ändern. Er kann also das Zwölftafelgesetz nicht außer Kraft setzen und das wird nicht außer Kraft gesetzt. Der Prätor kann aber korrigierend am Gesetz vorbei agieren. Er tut das in diesem Fall, indem er den sogenannten Nachlassbesitz gewährt. Das heißt, er gestattet bestimmten Personen, den Nachlass an sich zu nehmen. Er hilft ihnen auch dabei, sich in den Besitz des Nachlasses zu setzen, ohne dass die wirklich Erben werden. Der Ausgangspunkt dieser sogenannten Bonorum Possessio des Nachlassbesitzes ist zunächst mal eine bloße Unterstützung des Zivilrechts. Das heißt, der Prätor gibt den Nachlassbesitz prinzipiell denen, die er für die Erben hält. Das ist so ähnlich wie heute das Erbscheinverfahren. Die nach erster Prüfung Erben sind, bekommen einen Erbschein und damit gerichtliche Hilfe dabei, ihre Rechte am Nachlass durchzusetzen. Dazu erfindet der Prätor dieses Verfahren der Gewährung der Bonorum Possessio. Aber er geht dann dazu über, noch in der republikanischen Zeit diese Bonorum Possessio auch Leuten zu erteilen, die offensichtlich nicht Erben sind, von denen der Prätor aber findet, dass sie die Erbschaft, den Nachlass verdient haben. Das gibt es sowohl im Bereich der Intestaterbfolge, da handelt es sich um die sogenannte Bonorum Possessio ab Intestato, also die Verleihung des Nachlassbesitzes im Fall der Testamentslosigkeit. Entsprechende Korrekturmodi gibt es auch im Bereich der testamentarischen Erbfolge, da geht es um die Bonorum Possessio Secundum Tabulas, wo jemand die Erbschaft unter Umständen bekommt, obwohl das Testament formelle Mängel hat. Und die sogenannte Bonorum Possessio Contra Tabulas, also den Nachlassbesitz entgegen dem Testament, wo der Prätor unter Umständen Leute in den Nachlass einweist, also ihnen einen Anteil am Nachlass gibt, obwohl sie eigentlich durch Testament enterbt wären. Darüber sprechen wir noch, wenn wir die testamentsrechtlichen Entwicklungen ansehen. Zunächst mal die Korrekturen des Intestaterbrechts. Der Prätor verfährt nun so, dass er die Verwandten des Erblasses in Klassen einteilt, die sich teilweise mit den Regelungen des Zwölftafelgesetzes überschneiden und teilweise nicht. Insbesondere richtet er eine erste Klasse ein, Unde Liberi, heißt die. Dieses Unde ist die Überschrift im Edikt des Prätors, also die Klasse, aus der die Kinder berufen werden, von wo aus die Kinder zur Erbfolge berufen werden. Also an erster Stelle bekommen alle Kinder des Erblassers den Nachlass, und zwar nicht nur diejenigen, die sui heredis wären, die also noch in der Hausgewalt standen und durch den Tod von der Hausgewalt frei werden, sondern auch die leiblichen Kinder, die emanzipiert wurden, die werden gleichberechtigt am Nachlass beteiligt, wenn es kein Testament gibt, obwohl sie eben nach dem Zwölftafelgesetz gar nichts mehr erben würden, weil sie aus der Familie ausgeschieden sind. Das hat noch eine Besonderheit, auf die ich hier nur kurz eingehen will. Solche Kinder, die emanzipiert waren, können eigenes Vermögen haben. Sie sind ja durch die Emanzipation vermögensfähig geworden. Das heißt, sie haben gegenüber ihren Geschwistern, die in der Hausgewalt des Erblassers verblieben sind, unter Umständen einen Vorteil. Sie haben sich selber schon eine wirtschaftliche Existenz aufbauen können. Um dem Rechnung zu tragen, verlangt der Erblasser, dass sie alles, was sie sich an Eigenvermögen erarbeitet haben, zum Ausgleich bringen. Das ist also rechtlich in den Nachlass einbringen und in die Verteilungsmasse einbringen. Denn bei ihren Geschwistern ist das ja so. Die haben sich möglicherweise auch was erarbeitet, aber weil sie vermögensunfähig waren, ist das Eigentum ihres Vaters, des Gewalthabers geworden und jetzt Teil des Nachlasses. Deswegen müssen auch die emanzipierten Kinder damit einverstanden sein, dass rechnerisch ihr Eigenvermögen in den Nachlass eingebracht wird und bei der Verteilung berücksichtigt wird. Das nennt man die Collatio, und unsere Regeln über den Ausgleich von Vorausempfängen im BGB sind davon ein entfernter Nachklang. Also, erste Korrektur des Zwölftafelabbrechs vor den gesetzlichen Erben nach den zwölf Tafeln sind schon die leiblichen Kinder berufen, auch wenn sie emanzipiert sind. Erst wenn sich in dieser ersten Klasse niemand findet, ist der Prätor bereit, den Nachlassbesitz den Legitimi, den gesetzlichen Erben, zu erteilen. Das sind also alle, die nach den zwölf Tafeln zur Erbfolge berufen wären. Wenn es sui heredis, also leibliche Kinder in der Hausgewalt gibt, dann sind die in dieser Reihe Klasse nochmal dran. Wenn es aber keine solchen leiblichen Kinder gibt, dann kommen jetzt zum Beispiel die agnatischen Verwandten.
Insbesondere für die Kinder ist wichtig, der Prätor gibt denen nicht nur provisorisch den Nachlass, sondern er gibt ihnen, wie man sagt, cum re, das heißt, er schützt sie auch davor, dass ihnen jemand aufgrund seines gesetzlichen Erbrechts den Nachlass wieder entzieht. Das ist also zwar dem Namen nach keine Erbfolge, sondern eben nur die Verleihung des Nachlassbesitzes, letztlich aber eine Korrektur des Gesetzes. Es bekommen Leute den Nachlass, die ihn nach dem Gesetz nicht bekommen hätten. Es gibt dann noch weitere Klassen, nämlich die dritte Klasse Unde Cognati, wo die Verwandten berufen sind. Das sind nun alle Blutsverwandten. Diejenigen, die schon in der ersten Klasse oder in der zweiten Klasse berufen waren, kommen hier nochmal an die Reihe, so wie das eben auch schon war. Aber eben gleichberechtigt sind jetzt auch berufen, wenn sich keine gesetzlichen Erben gemeldet haben, rechtzeitig, dann bietet der Prätor eben dieser nächsten Klasse den Nachlass an. Und zu dieser Klasse gehören nun alle Blutsverwandten, auch diejenigen, die in weiblicher Linie verwandt sind und auch diejenigen, die nicht mehr als adgnatische Verwandte zählen, weil sie zwar im Mannesstamm verwandt sind, aber durch Emanzipation aus der Hausgewalt ihres Vaters entlassen sind, sodass dieses Band der adgnatischen Verwandtschaft durchschnitten ist. Das könnte etwa der emanzipierte Sohn eines Onkels des Erblassers sein, der nun als Blutsverwandter immer noch zur Erbfolge berufen ist. Und wenn sich auch keine solchen Blutsverwandten finden, dann sind in letzter Linie die überlebenden Ehegatten zur Erbfolge berufen. Da unterscheidet sich das römische Recht stark vom heutigen. Denn es gibt eigentlich kein ausgeprägtes Ehegattenerbrecht. Die überlebenden Ehegatten sind nur an der Reihe, wenn sich keinerlei Verwandte finden. In letzter Klasse, heute steht das Ehegattenerbrecht ja gleichberechtigt neben dem auch der Kinder. Für diese beiden hinteren Klassen gilt nun, dass der Prätor jeweils bestimmte Fristen bestimmt. Also zunächst gibt es eine gewisse Zeit, während derer sich die Kinder melden können. Wenn sich keine Kinder finden, gibt es eine Frist, während derer sich die gesetzlichen Erben melden können, einschließlich derer, die in der ersten Klasse schon berufen gewesen wären, aber das verschlafen haben. Und wenn sich auch keine gesetzlichen Erben finden, dann wird eben den Blutsverwandten die Erbfolge angeboten. Aber, wie man sagt, sine re, sozusagen nur provisorisch. Wenn sich hinterher noch einer findet aus den beiden vorderen Klassen, kann er denen die Erbschaft immer noch wieder wegnehmen. Wenn also jemand es nur verschlafen hatte, sich rechtzeitig zu melden, kann er auch im Nachhinein noch sein Erbrecht geltend machen gegen diese Angehörigen der unteren Klassen. Aber immerhin, es gibt diese Klasse. Der Hintergrund dürfte auch darin liegen, dass das Erbrecht der Gentilen, wie es die 12 Tafeln vorsehen, zunehmend unpraktikabel wird, weil diese Gentes riesengroß sind. Es gibt sehr viele Träger des gleichen Namens und keinerlei näheren Zusammenhalt mehr haben. Auf die besonderen Regeln für Freigelassene und Erblasser, die sie ihrerseits emanzipiert waren, gehen wir nicht ein, sondern lassen es bei diesem Hinweis. Der Prätor sorgt dafür, dass eben den emanzipierten Kindern etwas von der Erbschaft ihres Vaters zuteil wird und dass Blutsverwandte, die keine Verwandten im Mannesstamm sind, an der Erbschaft beteiligt werden können, wenn sich keine näheren Berechtigten finden. Damit können wir uns dem angekündigten Thema der Intestaterbfolge zuwenden. Die These, dass das zu tun hat mit den militärischen Erfolgen der Römer, stammt von einem berühmten deutschen Wissenschaftler. Sie sehen ihn hier im Bild, Max Weber, von Ausbildung Jurist und Ökonom, aber bekannt eigentlich vor allem als einer der Väter der Soziologie. Und seine verschiedenen wissenschaftlichen Interessen verbindet er in seinem Hauptwerk Wirtschaft und Recht, wo es unter anderem eben auch um die Wechselwirkungen zwischen der Rechtsordnung und der Gesellschaftsordnung geht. Und da macht er die Beobachtung, dass eine große Testierfreiheit, also die Möglichkeit, frei zu entscheiden, wer den eigenen Nachlass bekommen soll, ohne Bindung an zum Beispiel die Regel, dass bestimmte Familienmitglieder etwas bekommen müssen, wie wir das heute im Pflichtteilsrecht haben, im englischen Recht gegeben war während der Zeit, als England zur Weltmacht aufstieg und kolonisierte, und im römischen Recht. Und im römischen Recht war es dann so, dass sich in der Kaiserzeit, als das Weltreich sich nicht mehr weiter ausdehnte, Wege eingeführt wurden, also die sogenannte, das, was hier ganz am Schluss die Inoffiziositätspraxis genannt wird, also Wege eingeführt wurden, um unvernünftige testamentarische Verfügungen einzugrenzen, insbesondere solche, die die eigenen Kinder leer ausgehen lassen. In der Zeit, über die wir heute sprechen, bis zum Ende der Republik, war es so, dass man zwar bestimmte Formen einhalten musste bei der testamentarischen Verfügung, aber inhaltlich anordnen konnte, was man wollte,
also zum Beispiel auch die engsten Familienangehörigen, völlig leer ausgehen lassen konnte. Max Weber erklärt das damit, dass einerseits die römische Honoratiorengesellschaft den Reichtum der Familie gerne konzentrieren wollte bei einer Person, also einem Sohn, die Erbschaft alleine geben wollte und dazu die anderen zurücksetzen. Und zum anderen, dass man für diejenigen, die infolge dieser Testierfreiheit leer ausgingen, Ersatz schaffen konnte, indem die Chancen in den Kolonien wahrnehmen konnten, also ihr Glück machen konnten in den neu eroberten Gebieten, wo es Land und Aufstiegschancen für alle gab. Max Weber merkt auch an, und das ist richtig, auch heute noch, dass heute die Hauptdomäne der praktisch unbegrenzten Testierfreiheit die Vereinigten Staaten von Amerika sind. Im englischen Recht gibt es heute auch Beschränkungen der Testierfreiheit, die reichen allerdings nicht so weit wie im deutschen und französischen Recht. Und eine fast vollständig unbeschränkte Testierfreiheit hat sich herausgebildet in vielen Staaten der USA. Wir wollen die Frage, ob Max Weber das richtig beobachtet hat, ob das dem Urteil der Geschichtswissenschaften und der modernen Wirtschaftsgeschichte so standhält, hier nicht weiter verfolgen, sondern es bei dem Hinweis belassen, dass ein solcher Zusammenhang bestehen könnte und dass es sich lohnt, zu nachzudenken über den Zusammenhang der politischen Großwetterlage mit Details auch der Zivilrechtsordnung. Schauen wir uns nun an, wie es mit den römischen Testamenten aussieht. Auch dazu können wir zunächst auf das zurückgreifen, was wir zum archaischen Recht gelernt haben. Schon da gab es ja das sogenannte Emanzipationstestament, an das Sie sich hoffentlich erinnern. Wir hatten gesehen, am Ende schon im Laufe der Frühzeit wird das Emanzipationstestament zur einzigen Testamentsform. Die älteren Formen, Testamentum Calatis Comitiis, Testament vor der Volksversammlung als eine Art Einzelfallgesetz, das von der Volksversammlung gebilligt wird, und Testamentum in Procincto, Testament vor dem kampfbereiten Heersterben ab. Es gibt jetzt nur noch das Emanzipationstestament. Sie erinnern sich, das war in der frühen Zeit ein Treuhandgeschäft und eigentlich ein Ersatz für ein Testament. Kein Testament, sondern ein Ersatz dafür, dass man kein richtiges Testament machen konnte. Stattdessen überträgt man das gesamte Vermögen noch zu Lebzeiten an einen Treuhänder, den sogenannten Familiae Emptor, und gibt dem Anweisungen, wie er nach dem Tod des Erblassers mit dem Nachlass verfahren soll. Dieses Testament setzt sich durch, aber es verliert letztlich seinen Sinn. Diese Form wird gar nicht mehr verstanden. Der Familiae Emptor wird eine reine Formperson, der in Wirklichkeit nichts mehr erwirbt und nichts mehr zu tun hat, sondern stattdessen wird es jetzt üblich, im Testament einen Erben zu benennen. Das war wohl möglich in den älteren Formen des Testamentum Calatis Comitiis. Im Emanzipationstestament hat das eigentlich keinen Platz, denn da ist ja der Familiae Emptor der alles erstmal bekommt und dann weiterverteilen soll. Diese Rolle bekommt nun der Erbe. Jedes Testament enthält eine Erbernennung, die eigentlich sich nicht verträgt mit dem Charakter dieses Geschäfts. Der wird völlig vergessen oder verdrängt. Diese Treuhand wird eine leere Form. Stattdessen wird eben ein Erbe benannt. Das ist der Anfang jedes Testaments. Der Erbe bekommt den gesamten Nachlass und kann zusätzlich Aufträge bekommen, einzelne Nachlassgegenstände weiterzureichen im Rahmen von Vermächtnis. Das ist also die erste Entwicklung, dass im Laufe der republikanischen Zeit die Testamentsformen absterben bis auf das Emanzipationstestament und dieses Testament seinen Sinn quasi verändert. Das alte Ritual ist nur noch Ritual, hat keine Rechtsbedeutung mehr. Stattdessen ist jetzt das A und O des Testaments die Benennung eines Erben, der nicht nur selber was bekommt, sondern auch die Aufgabe hat, den Nachlass zu ordnen, zu verwalten und Teile davon weiterzureichen. Damit ist eben das Ritual leere Form. Man braucht eben 5 Zeugen und dazu noch den Waaghalter und den Familiae Emptor, damit das Ganze wirksam ist. Und außerdem ist es üblich, die Anweisungen an den Erblasser nicht mündlich zu erteilen, sondern in einem Schriftstück niederzulegen, auf das man bei dem Ritual Bezug nimmt. Das macht man normalerweise in solchen Wachstäfelchen, die sich hier abgebildet sind. Das ist ganz praktisch. Wachs ist eigentlich ein vergängliches Material, also man ritzt die Schriftzeichen in so eine Wachstafel ein. Das könnte man leicht wieder glatt streichen, tabula rasa machen, das wieder ausradieren. Die Wachstäfelchen werden aber mit einer Schnur verschlossen und versiegelt, sodass man sie nicht mehr einfach verändern kann. Und außen wird nochmal der Testamentsinhalt niedergelegt, damit man schnell gucken kann, was drinsteht. Aber das rechtlich bedeutsame Schriftstück ist eben versiegelt im Inneren eines solchen Bündels von Wachstafeln, das mit Schnüren und Siegeln verschlossen ist. Die Siegel kommen von den 5 Zeugen und auch von den beiden zusätzlichen Formpersonen, vom Familiae Emptor und vom Libripens, vom Waaghalter. Und damit
ist letztlich das, der letzte Wille materiell enthalten in diesem von 7 Zeugen versiegelten Wachstäfelchen. Das Ritual verliert weitgehend seinen Sinn. Und weil das so ist, sagt der Prätor, ich greife hier wieder ein bisschen korrigierend ein, wenn jemand aufgrund eines Testaments den Nachlass in Besitz nehmen will, dann bekommt er von mir dieselbe Hilfe, die wir eben schon kennengelernt haben, diese Bonorum Possessio, die Einweisung in den Nachlassbesitz, nach Vorlage eines solchen 7-Zeugen-Testaments. Ob diese 7 Zeugen nur gesiegelt haben oder ob auch das Ritual stattgefunden hat, das prüfe ich nicht nach, sondern ich begnüge mich mit der Vorlage dieses Testaments. Später in der Kaiserzeit kommt es dann sogar dazu, dass ausdrücklich gesagt wird, selbst wenn der Beweis geführt wird, dass diese 7 Zeugen zwar gesiegelt haben, aber das Ritual der Emanzipation gar nicht stattgefunden hat, behalten die trotzdem den Nachlass. Soweit sind wir hier noch nicht, aber wir sind auf dem Weg dahin. Der Prätor sagt, das Ritual hat seinen Sinn verloren, das interessiert mich nicht. Mich interessiert das Wachstäfelchen mit den 7 Zeugen. Da bahnt sich also ein Umschwung in der Testamentsform an. Es gibt neben dieser Form, die sich so allmählich verändert, vom Ritual der Emanzipation hin zu einer Schriftform mit Siegeln, inhaltliche Anforderungen an jedes Testament. Zunächst mal ist die Erbeinsetzung nicht nur üblich, sondern notwendig. Ein Testament ist unwirksam, wenn darin kein Erbe eingesetzt wird oder wenn der Erbe die Erbschaft nicht bekommt. Muss also jedes Testament eine Erbeinsetzung enthalten und die muss mit bestimmten feierlichen Worten geschehen, genauso wie die Vermächtnisse mit bestimmten Worten angeordnet werden. Außerdem ist das Testament nur wirksam, wenn der ganze Nachlass verteilt wird. Nach römischem Recht geht es also nicht zu sagen, über die Hälfte meines Vermögens verfüge ich per Testament, den Rest sollen die gesetzlichen Erben bekommen. Man muss ganz oder gar nicht testieren. Wenn das unklar ist, wenn der Erblasser sich so ausgedrückt hat, dass man denken könnte, das ist ja nur eine Verfügung über einen Teil, versucht man es durch Auslegung zu retten. Aber wenn er eindeutig sagt, ich verfüge mit diesem Testament nur über einen Teil meines Nachlasses, dann gilt das nicht. Und eine weitere formelle Anforderung, die ist nun wichtig für die Testierfreiheit. Bestimmte Personen müssen ausdrücklich enterbt werden. Wenn man also die sui heredis leer ausgehen lassen will, reicht es nicht zu schreiben, mein Erbe soll mein Freund Fritz werden. Man muss auch dazu schreiben, dass eben bestimmte Personen nichts bekommen sollen. Beispielsweise filius meus ex heres esto, also mein Sohn soll enterbt sein. Es genügt nicht, wenn sich aus dem Testament ergibt, dass für den Sohn nichts übrig bleibt. Er muss ausdrücklich benannt sein. Der Sinn ist klar. Bei den nahen Angehörigen soll deutlich sein, dass der Erblasser wusste, was er tat, dass er ihnen bewusst nichts zugewendet hat. Deswegen müssen die ausdrücklich enterbt werden. Wenn sie stillschweigend übergangen sind, ist das Testament unwirksam. Diese Regel wird vom Prätor ausgedehnt auf die emanzipierten Kinder. Die dürfen an sich enterbt werden. Die sind ja gar nicht gesetzliche Erben nach den 12 Tafeln. Wenn die also stillschweigend übergangen sind, macht das eigentlich nichts. Der Prätor sagt, auch einem solchen Testament nehme ich die Wirksamkeit, indem ich solchen übergangenen Kindern die Bonorum Possessio contra tabulas gebe, ihnen also trotz der Tatsache, dass ihnen im Testament nicht zugedacht ist, einen Anteil am Nachlass gebe. Das ist die Bonorum Possessio contra tabulas. Darin erschöpft sich aber eben die Kontrolle des Erblassers. Er muss es richtig machen, er muss zeigen, dass er weiß, was er tut. Wenn er aber schreibt, meine 5 Kinder sollen alle enterbt sein und das in der richtigen Form bestimmt und alles seinem Freund Fritz oder seiner Geliebten oder sonst jemand gibt, dann führt das dazu, dass das Testament wirksam ist und tatsächlich die Enterbung stattgefunden hat. Darin liegt die praktisch unbeschränkte Testierfreiheit. Ja, zur Erbeinsetzung und ihren Besonderheiten habe ich Ihnen hier noch eine extra Folie gemacht, auf der Sie sehen können. Nochmal, das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Die Erbeinsetzung ist caput et fundamentum jedes Testaments, also ohne das Haupt und die Grundlage jedes Testaments, ohne Erbeinsetzung ist das Testament unwirksam und es wird ansonsten überhaupt erst wirksam, wenn der testamentarische Erbe die Erbschaft auch erhält. Da gibt noch mal eine Besonderheit. Nach deutschem Recht wird man Erbe in dem Moment, wo der Erblasser für immer die Augen schließt, ob man das weiß oder nicht und ob man das will oder nicht. Man kann nur im Nachhinein ausschlagen. Die Römer haben dieselbe Regelung, aber nur für die sui heredis, also die, die im Hause sind und mit dem Erbfall von der Hausgewalt frei werden. Die werden automatisch auch erben. Alle anderen, alle Außenstehenden, die zur Erbschaft berufen sein könnten, müssen die Erbschaft erst antreten. Und in beiden Fällen gilt, erst wenn der Erbe die Erbschaft erwirbt, erst dann wird das Testament wirksam, erst dann haben zum Beispiel auch Vermächtnisnehmer einen Anspruch auf die Erbschaft. Die Erbeinsetzung muss bestimmte Formulierungen verwenden, das hatte ich schon gesagt. Typischerweise, heres esto soll Erbe sein, kombiniert mit dem Namen.
Weil es so wichtig ist, dass jemand aufgrund des Testaments Erbe wird, weil ansonsten das ganze Testament hinfällig wird, kann man Vorsorge treffen für den Fall, dass man jemanden als Erben eingesetzt hat, der die Erbschaft nachher nicht annehmen will, der zum Beispiel nicht antritt oder der nicht mehr lebt und deswegen nicht Erbe werden kann. Man kann also Ersatzerben einsetzen. Man kann also sagen, Titius soll mein Erbe sein. Wenn Titius nicht Erbe wird, in Klammern, weil er zum Beispiel vorher gestorben ist, dann soll Maevius Erbe sein. Wenn Maevius auch nicht Erbe wird, dann soll Pampilus Erbe werden oder dergleichen mehr. Solche komplizierten Regelungen sind möglich. Nicht dagegen ist das möglich, was wir heute Vor- und Nacherbschaft nennen. Das heißt, es kann nach römischem Recht nicht jemand auf Zeit Erbe werden oder für seine Lebenszeit und dann bestimmt werden, dass die Erbschaft dann an jemand anders fallen soll. Das ist nach römischem Recht nicht möglich. Es gilt der Grundsatz semel heres, semper heres. Ich kann jemanden zum Erben machen und wenn er mal Erbe wird, kann kein anderer mehr an seiner Stelle Erbe werden. Heute ist es möglich zu sagen, jemand soll die Erbschaft eine bestimmte Zeit lang oder seine Lebenszeit lang haben und dann soll ein Nacherbe den Nachlass bekommen. Das kennen die Römer so nicht. Neben der Zuwendung des gesamten Nachlasses als Erbeinsetzung stehen die Vermächtnisse, also die Zuwendung einzelner Gegenstände aus dem Nachlass. Dazu gibt es verschiedene Formen. Die wichtigsten beiden sind die oben auf der Folie, nämlich einerseits das sogenannte Vindikationsvermächtnis oder Vindikationslegat und andererseits das Damnationslegat. Das Vindikationslegat ist eine Art Automatik, man könnte auch sagen eine Teilerbfolge in einzelne Gegenstände, denn für das Vindikationslegat gilt, dass in dem Moment, wo das Testament wirksam wird, wo also der Erbe die Erbschaft erwirbt, auch der Vindikationsvermächtnisnehmer den Gegenstand zu Eigentum erwirbt, der ihm zugedacht ist. Und weil er ihn zu Eigentum erwirbt, kann er ihn dann mit Hilfe der Rei Vindicatio, der Eigentumsklage, unser 985 BGB, vom Erben herausverlangen. Es gibt da also keine besondere Klage aufgrund des Vermächtnisses, sondern er wird Eigentümer des ihm zugedachten Gegenstandes und kann ihn herausfinden. Wenn ich also in mein Testament schreibe, mein Sohn soll mein Erbe sein, mein Freund Fritz soll meinen goldenen Ring bekommen und das als Vindikationslegat ausgestaltet, indem ich nach römischem Recht die dazu passende Formulierung nehme, bedeutet das, in dem Moment, wo ich sterbe, ist Fritz Eigentümer meines goldenen Rings, der fällt gar nicht in die Erbschaft des Sohnes. Der Sohn bekommt nur den Besitz und muss den herausgeben aufgrund einer Klage des Fritz. Auf diese Weise, also mit diesem Automatismus, kann ich auch Sklaven die Freiheit zuwenden, kann also bestimmen, dass mit meinem Tod oder mit Wirksamwerden des Testaments bestimmte Sklaven frei sein sollen. Daneben steht das Legatum per Damnationem, das nicht diese automatische Wirkung hat, sondern nur als einen schuldrechtlichen Anspruch hervorhebt. Dieses Wort Damnare heißt eigentlich verurteilen. Wahrscheinlich wirkte die letztwillige Anordnung eines solchen Damnationsvermächtnisses ursprünglich wie ein gerichtliches Urteil, konnte also unmittelbar vollstreckt werden. Später entsteht daraus einfach ein schuldrechtlicher Anspruch, so wie das übrigens auch im modernen Vermächtnisrecht ist. Der Vermächtnisnehmer, der durch so ein Damnationsvermächtnis bedacht ist, hat einen schuldrechtlichen Anspruch, der sogenannte Actio ex testamento, gegen den Erben. Der entsprechende Gegenstand wird also Teil des Nachlasses, gehört dem Erben. Der Erbe ist nur verpflichtet, ihn an den Vermächtnisnehmer zu übereignen. Daneben gibt es noch zwei weitere Formen, eine Variante des Damnationslegats und eine Variante des Vindikationslegats. Dazu steht auf dem Quellenblatt einiges, da habe ich Ihnen einen langen Text des Juristen Gaius abgedruckt, in dem er diese Formen bespricht und auch erklärt, welche Worte man jeweils verwenden muss, um sie anzuordnen. Schauen wir uns nun die Korrekturen, die der Prätor am testamentarischen Erbrecht vornimmt an. Wir werden sehen, die ändern an der großen Testierfreiheit im Prinzip nichts. Sie bestehen im Wesentlichen nur in dem, was ich schon gesagt habe, dass nämlich der Prätor sich zufrieden gibt mit einem von 7 Zeugen gesiegelten Testament. Und daraufhin die Bonorum Possessio erteilt. Zunächst in der Weise, dass immer noch die Möglichkeit besteht, dass hinterher ein gesetzlicher Erbe kommt, nachweist, das Testament ist zwar von sieben Zeugen gesiegelt, es ist trotzdem formell unwirksam, weil das Manzipationsritual nicht stattgefunden hat und dann muss die Erbschaft herausgegeben werden. Das wird allerdings in vielen Fällen gar nicht passiert sein, und zwar deswegen, weil vielfach gar keine Verwandten da gewesen sein werden, die eine solche Klage anstrengen konnten. Das käme nur in Betracht, wenn durch das Testament Personen bedacht sind,
die ganz hausfremd sind, das ist ja möglich, also beispielsweise irgendwelchen Dritten, und die Kinder übergangen sind. Das wäre möglich, wenn man das aber in einem Testament macht, das formell nicht ganz in Ordnung ist, können die das angreifen und eben die Herausgabe verlangen. Wenn es aber keine Sui Heredis und keine Ad Gnaten gibt, dann gibt es eigentlich keine gesetzlichen Erben aufgrund der 12 Tafeln, dann gäbe es nur noch die Gentilen. Dann ist auch kein Kläger da, der den testamentarischen Erben mit Berufung auf die Unwirksamkeit des Testaments die Erbschaft wieder wegnehmen kann. Erst in der Kaiserzeit wird dann gesetzlich geregelt, dass tatsächlich gegen diese Bonorum Possessio auch ein gesetzlicher Erbe nicht vorgehen kann. Da wird also auch hier aus dem provisorischen Nachlassbesitz ein endgültiger. Derjenige, der vom Prätor den Nachlassbesitz secundum tabulas bekommt, ist gesichert, selbst gegen einen gesetzlichen Erben, der sagt, du hast kein wirksames Testament auf deiner Seite und ich bin nach den 12 Tafeln gesetzlicher Erbe. Dem sagt der Prätor, das stimmt. Nach den 12 Tafeln bist du Erbe. Es stimmt auch, dass das Testament nicht formwirksam ist. Trotzdem schütze ich den Inhaber des Nachlassbesitzes vor dir. Und damit ist letztlich das 12-Tafel-Gesetz auf kaltem Wege außer Kraft gesetzt. Formell bleibt es in Kraft, aber in Wirklichkeit bekommt derjenige den Nachlass, der in einem schriftlichen Testament mit 7 Zeugen als Erbe bezeichnet ist. Das soll für diesen kurzen Durchgang durch das römische Erbrecht am Vorabend der juristischen Klassik genügen. In der Klassik verändert sich noch einiges weiter. Die wichtigsten Institutionen des römischen Erbrechts haben wir aber kennengelernt, wie sie auch in der klassischen Zeit bestehen bleiben. Dieses Emanzipationstestament als regelmäßige Testamentsform, die Möglichkeit, Erben einzusetzen oder Vermächtnisse auszusetzen. Die prinzipiell unbeschränkte Testierfreiheit wird allmählich eingeschränkt im Laufe der Kaiserzeit. Darüber werden wir uns noch unterhalten. In der nächsten Stunde nach den Weihnachtsfeiertagen geht es dann aber erstmal um die römische Verfassungsgeschichte und um die Verfassung der Prinzipatszeit, also um die Umwandlung der Republik in eine Militärmonarchie. Einstweilen wünsche ich Ihnen schöne Feiertage, einen guten Jahreswechsel und im neuen Jahr sehen wir uns dann wieder. Thank you.